begrüßen. Vertreter der Presse zu der Vorstellung der neuen Naturdenkmaleverordnung im Landkreis Baden-Württemberg, der Verordnung zum Schutz der Naturdenkmale. Ich denke, es ist ein sehr erfreulicher Anlass. Es wurde lange und intensiv daran gearbeitet, den Auftrag durch eine die bestehenden Novellen zu Verordnungen zu überarbeiten. Der stammt noch aus dem Jahr 2007, wurde damals vom Kreistag einstimmig gefasst, die Entscheidung, dass man die überarbeiten sollte. Wir hatten damals drei vorliegen mit insgesamt fast 200 Schutzobjekten und da war das Ziel, sage ich mal, diese zu überarbeiten, sich alle nochmal einzeln anzuschauen und das Ganze in einer Verordnung dann zusammenzufassen. Das wurde intensiv beraten und daran gearbeitet, darum gerungen und gestritten mit allen, die da Interessen zu vertreten haben. Natürlich auf der einen Seite die sag ich mal, mit Flächen betroffen sind, die in ihrem Eigentum stehen, der Forst, die Naturschutzverbände natürlich in hohem Maße beteiligt. Alle haben sich dort eingebracht in diesem Verfahren. Wir haben das jetzt nochmal forciert in den letzten anderthalb Jahren, möchte ich sagen, und waren sehr froh, dass der Kreistag in seiner Sitzung im Dezember, im September dann die neue Verordnung beschlossen hat und sind jetzt dann so weit, dass sie auch über die Veröffentlichung rechtskräftig wird. Wie gesagt, auf das detaillierte Beteiligungsverfahren habe ich schon hingewiesen. Wichtig bei den Naturdenkmalen ist natürlich, das sind Besonderheiten, Einzelschöpfungen der Natur, die sich durch ihre Seltenheit, Eigenart oder auch Schönheit auszeichnen. Und da haben wir schon einiges zu bieten hier im Landkreis Waldeck-Frankenberg und natürlich auch die Verantwortung, uns darum zu kümmern. Und ich sehe es so, also dass wir mit dieser neuen Verordnung dieser Verantwortung gerecht werden. Die Natur um uns herum ist unser gemeinsamer Lebensraum. Wir haben natürlich auf der einen Seite viele Nutzungsansprüche als Mensch an den Raum um uns herum. Nichtsdestotrotz ist es unsere Aufgabe auch, die Natur angemessen zu schützen. Und das wollen wir tun. Vielleicht im Laufe dieses Beteiligungsverfahrens möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal kurz eingehen, auch auf die Qualität, mit der wir die, so denke ich, durch dieses Verfahren also auch gewonnen hat. Es sind insgesamt einige Naturdenkmale dazugekommen. Vorgeschlagen waren insgesamt 264 oder 264 neue Vorschläge gab es im Laufe dieses Beteiligungsverfahrens. Die wurden alle sehr genau überprüft, ob sie auch den Ansprüchen gerecht werden. Und am Ende sind jetzt also 284 Objekte zusammengekommen, die wir mit der neuen Verordnung ausweisen. Und was mir wichtig ist, es sind durchaus auch in dem Verfahren alte Naturdenkmale herausgenommen worden, die diesen engen Maßstäben nicht mehr entsprochen haben. Das waren 41 oder 42, also konnten wir jetzt gerade auf die Schnelle nicht mehr klären. Also man hat sich das alles nochmal sehr genau detailliert angeschaut und überprüft, ob die diesen Maßgaben auch gerecht werden. So denke ich, dass am Ende dieses langen Verfahrens alle gewinnen. Ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe für den Landkreis. Das ist ja der eine Schritt, das mit dieser Verordnung unter Schutz zu stellen. Der zweite ist, sich darum zu kümmern, dass diese Objekte auch erhalten bleiben. Das heißt, da ist schon ein gewisser Pflegeaufwand mit verbunden. Auch dazu haben wir nochmal im Haushalt, waren bisher immer 30.000 Euro eingestellt. Der Kreistag hat jetzt zugestimmt mit in den neuen Haushaltsberatungen, dass wir das aufstocken auf 45.000 Euro. Und mit diesem Geld wollen wir sicherstellen, dass diese unter Schutz gestellten Objekte auch gepflegt, betreut, erhalten bleiben können. Kann man grundsätzlich sagen, dass der Zuwachs, den wir haben, also den Veränderungszuwachs, wir haben quasi drei alte Verordnungen novelliert und eine, die
zwischenzeitlich erlassen worden ist, die unstrittige Objekte umfasste. Also vier Verordnungen, die wir letztendlich dort haben. Und wir haben jetzt mit der neuen Gesamtverordnung 84 Hektar Fläche mehr. Das heißt, Naturdenkmale sind ja in erster Linie erst zunächst Objekte, aber auch Flächen. Und wir haben 84 Hektar Fläche dazu bekommen, die jetzt neu ausgewiesen sind. Und diese unterteilen sich auf Feuchtgebiete, Teiche, ca. 36 Hektar, Heideflächen, ist ein Zuwachs von 20 Hektar, Moore, 15 Hektar, Waldflächen, 25 Hektar, geologische Flächen, also Steinbrüche, Gesteinsaufschlüsse, Ähnliches, 50 Hektar und Grünland ca. 40 Hektar. Ja, ich sehe es gerade, das waren jetzt eine Gesamtzahl. Ne? Das war die erste bis vierte Verordnung. Das war die erste bis vierte Verordnung, genau. Und wir haben aber hier die Differenzen, ja, ich habe jetzt gerade die falschen Zahlen vorgelesen. Differenzen sind, ich teile es nochmal auf, Feuchtgebiete, Teiche 19 Hektar, Heidefläche plus 10 Hektar, Moore plus 1 Hektar, Waldflächen 15 Hektar, geologische Flächen 24 Hektar, im Grünland 15 Hektar. Dann haben wir insgesamt bei den Baumdenkmalen auch noch 2 Stück dazugenommen. Wir haben insgesamt Bäume in der neuen Verordnung 99 Bäume enthalten. Das sind also Einzelbäume von besonderer Eigenart oder Schönheit, bizarren Wuchs oder Ähnliches. Vielleicht haben Sie das ein oder andere Beispiel für eine konkrete Art? Oder? Ja, wir haben zunächst einmal diese flächenhaften Naturdenkmale sind oft Heiden oder Magerrasen, die flächenhaft ins Gewicht fallen. Wir haben beispielsweise im Südkreis den Schmitteberg in Hommershausen. Da haben wir ein Naturdenkmal mit einer Fläche von knapp 5 Hektar. Sie wissen, dass nach dem Bundesnaturschutzgesetz Naturdenkmale nur bis 5 Hektar Fläche ausgewiesen werden können. Hier der Schmitteberg, das ist eine Heidelandschaft mit Besenheide und Wacholder mit den entsprechenden Pflanzengesellschaften. Knapp 5 Hektar dieses Gebiet wollten wir eigentlich immer ganz besonders herausstellen, weil es sehr pflegeintensiv ist. 5 Hektar Heide dann mit Schafen in dem Fall dann auch zu pflegen. Nicht nur mit Schafen zu pflegen, sondern da müssen auch manuelle Maßnahmen durchgeführt werden. Das bedeutet, dass also oftmals auch aufkommende Gehölze entnommen werden müssen, um diesen Heidecharakter zu gewährleisten. Heiden sind in der Regel bei uns kulturhistorisch entstandene Flächen, in dem Fall auch die Hommershäuserheide. Das heißt, durch Plattenhieb, Beweidung wurden diese Flächen vom Menschen so in dieser Größenordnung ausgedehnt, dass wir insgesamt jetzt, wie gesagt, 5 Hektar dort haben in Hommershausen. Und man geht naturwissenschaftlich davon aus, dass der Heidekern natürlicherweise schon vorhanden war, diese Heide aber durch menschliche Tätigkeit entsprechend sich ausgedehnt hat. Wir haben also hier ein Stück Kulturlandschaft vor uns und der Herr Deutschendorf hat es eben schon erwähnt. Diese Kulturlandschaften bedeuten natürlich einen relativ hohen Pflegeaufwand, weil wir hier Naturschutz betreiben müssen, indem wir die Pflege dieser ehemals bedeutsamen Flächen dann halt sicherzustellen haben. Und diese Pflege, die rechnet sich wirtschaftlich für den Schafhalter nicht, da müssen wir auch entsprechende Mittel zur Verfügung stellen, damit der Schafhalter, der diese Flächen pflegt, dann auch sein wirtschaftliches Auskommen hat. Die Flächen pflegen sich halt nicht von alleine, sondern
da muss dann, ja, müssen finanzielle Mittel in die Hand genommen werden. Ja, und das Pendant im Nordkreis dieser sauren Flächen, so nennt man das, diese Heideflächen, das ist also ein saures Ausgangsgestein in der Regel, finden wir im Nordkreis, dann auf den Muschelkalk- und Kalkflächen, im Kalkmagerrasen, beispielsweise die Hohe Hecke wäre so ein Beispiel, wo auf diesen Kalkmagerrasen außerordentlicher Artenreichtum vorhanden ist. Da gibt es also solche Seltenheiten wie Hummelradwurz, das ist eine Orchideenart, die sich hier auf diesem Kalkmagerrasen wiederfindet. Oder die Enzianarten, Franzen-Enzian, also solche Highlights, die hier natürlich auch wiederum auf die Bewirtschaftung angewiesen sind, auf die Pflege angewiesen sind. Ohne die Bewirtschaftung und Pflege würden diese Flächen sich zurückentwickeln über eine Verbuschung in Wald. Das muss man dann einfach mal so sehen. Und auch hier, wie gesagt, kulturhistorisch entstanden und deshalb aber nicht weniger wertvoll, sondern dadurch, dass man immer extensiv bewirtschaftet hat, ohne Düngereinsatz, sehr wertvoll. Also sind die Stützen unserer Biodiversität, die wir im Kalkbereich dann haben, diese Flächen. Vielleicht kann ich sagen, sind ja zu den Bäumen, durch was zeichnen sich die einzelnen Bäume aus? Oder ja, wir haben sehr viele Altbäume, die einfach durch das Alter und den bizarren Wuchs entsprechende, ja, Wertigkeiten haben. Beispielsweise die Eiche beim Sportplatz in Leisa im Südkreis oder Besonderheiten wie die Sündelbuchen, die im Bad Wildungen Bereich ein Highlight darstellen. Das sind also Bäume, die durch ihren Drehwuchs genetisch soweit vorprogrammiert sind, dass diese Sündelbuchen, angeblich stammen sie aus dem Sündel, im Sündelgebirge, dort entstanden, dorthin gepflanzt worden sind durch irgendeinen Förster, der ja irgendwann mal wahrscheinlich diese Form dorthin gebracht hat, weil er das bemerkenswert fand, die heute entsprechend Besonderheiten darstellen. Wie alt sind diese Bäume heute? Ich denke mal so 250 Jahre, schätzungsweise. Aber das ist natürlich schwer, jetzt bei diesen Bäumen auch wieder zu bestimmen. Ich weiß gar nicht, haben wir kulturhistorische Daten da vorliegen? Davon auszugehen, gerade bei den Sündelbuchen, dass die im Zuge der Jägersburg, dieses Schlösschen, was da errichtet worden sind, irgendwie gepflanzt worden ist. Also da hätte man dann schon auch einen historischen Bezugspunkt. Ja. Eins möchte ich vielleicht noch kurz einsteigen an der Stelle. Was das Beteiligungsverfahren angeht, ist natürlich noch wichtig zu ergänzen, dass natürlich auch die Städte und Gemeinden beteiligt worden sind, weil die sind ja auch mit ihrer Fläche betroffen, insofern auch am Verfahren beteiligt gewesen. Und dann nochmal einmal zur Erläuterung, weil ich vorhin von 3 Verordnungen sprach. In der Phase von 2007 bis heute hat man eben in 2009 nochmal eine 4. Verordnung mit unstrittigen Objekten, insgesamt an der Zahl 59, erlassen. Insofern waren es dann bis jetzt 4, die am Ende zusammengeführt werden. Wir möchten auch in Zukunft, und das ist auch vielleicht ein Stück weit als Angebot an Sie zu verstehen, daran arbeiten, diese Naturdenkmale verstärkt in den Fokus auch der Öffentlichkeit zu bringen, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Wir werden schauen, je nach im Rahmen unserer Möglichkeiten, dass man das ein oder andere noch mal ein bisschen herausarbeitet, zum Beispiel über einen Flyer und dann noch mal einzeln versucht, dafür mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen, um das Ganze auch einzubinden, beispielsweise in den Tourismus. Das bei uns, spielt Wandern im Tourismus eine große Rolle. Und wenn man entlang der Wanderwege an solch einem Naturdenkmal vorbeikommt, sollte man natürlich auch darauf hingewiesen werden, das mitbekommen. Es hat eine enge Abstimmung auch mit dem Geopark stattgefunden, um dort, das aufeinander abzustimmen. Und insofern auch das Angebot an Sie als Vertreter von den Medien. Wir sind gerne dazu bereit, einzelne dieser Naturdenkmale aufzuarbeiten mit ein bisschen Material und Ihnen dieses Material zur Verfügung zu stellen,
wenn Sie Interesse daran haben, das in so einer Art Serie dann auch nochmal vorzustellen, dass man natürlich auch mal da zum Beispiel vor Ort geht und sich sowas anschaut. Wir haben schon mal einen Text sozusagen, den wir auch heute hier zur Verfügung stellen, das am Beispiel des Merzenbecher bald oder genau. Wir machen, ne? Ja. Haben wir das schon mal so versucht zu skizzieren, was wir uns da vorstellen können, wie wir Ihnen das zur Verfügung stellen. Insofern schon auch, ja, wir wollen auch, dass die Menschen mitbekommen, welche Naturschätze sie hier im Landkreis haben und dann auch eben so eine, die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, begleitende Öffentlichkeitsarbeit dazu, die wollen wir verstärken. Ja, vielleicht noch dazu, wir hatten uns so vorgestellt, dass wir Ihnen zur Verfügung stellen, immer jahreszeitlich abhängige und gebundene Artikel über, sagen wir mal, die Höhepunkte dann der jeweiligen Naturdenkmale. Also wir würden dann anfangen, wir sind im März, mit diesem Naturdenkmal Kuhbruch. Dort gibt es ein Merzenbecher-Vorkommen, großes Merzenbecher-Vorkommen, also quasi der große Bruder des Schneeglöckchens ist der Merzenbecher, der bei uns heimisch ist, während das Schneeglöckchen so bei uns gar nicht heimisch ist, darzustellen. Und wenn Sie da, wir haben das mal vorbereitet, Bedarf haben, könnte ich Ihnen noch zwei Detailbilder von dem Merzenbecher zur Verfügung stellen, wenn Sie Interesse haben. Das könnte ich Ihnen anbieten. Das hatten wir hier bei dieser Papiervorlage zunächst einmal nicht enthalten. Das Motto war ja immer auch, man kann nur das schützen, was man kennt. Alles andere kann man nicht bewerten. Und das ist eigentlich das Problem, was der Naturschutz oft hat, dass sich nur viele oder einige Spezialisten auskennen und viele diese Naturschönheiten nicht kennen oder nicht nachvollziehen können. Das wollte natürlich dann. Sind Vorschläge aus der breiten Bevölkerung zugänglich? An wen sollte man sich da wenden? Ich kenne zum Beispiel eine Eiche hier am Mellerbruch, auf dem Grundstück der Familie Tent. Die hat auch mehrere hundert Jahre mit Sicherheit auf dem Buckel. Ist dieser Baum auch aufgenommen worden? Weiß ich jetzt nicht, glaube ich nicht. Es gibt natürlich noch viele Bäume, das muss man dazu sagen. Also der Stamm hat 1,50 Meter Durchmesser und ist auch sehr interessant gewachsen. Würde mir jetzt einfallen, eben zusätzlich vorzuschlagen, dass Sie sich mal jemand anschaut. Also Vorschläge sind natürlich immer möglich. Ja. Natürlich können wir jetzt nicht ständig die Verordnung jedes Mal, die muss ja dann geändert werden, dazu müssen entsprechende Beschlüsse gefasst werden. Insofern würden wir natürlich sowas sammeln. Und wenn eines Tages die nächste Novellierung ansteht, auch in dem Beratungsverfahren mit berücksichtigen. Diese Objekte alle gekennzeichnet, mit Schildern oder Hinweisschildern, betreten verboten oder irgendwie in der Richtung? Sie müssen gekennzeichnet sein, das erfordert das Gesetz. Und es wird sicherlich so sein, dass wir jetzt sukzessive für die neuen Naturdenkmale natürlich diese Kennzeichnungen noch vornehmen müssen. Aber dass die das Gesetz vorhat. Also es ist ein Schild, in der Regel eine Aufschrift Naturdenkmal. Wir haben da ja dieses amtliche Schild, dieses dreieckige Schild mit diesem, was ist es jetzt für ein Vogel? Seeadler, genau. Nicht für jeden gleich erkennbar, aber es soll ein Seeadler sein, der auf diesem mit einem grünen Rand eingefassten breiten Schild steht und mit Naturdenkmal. Dritte Frage, werden auch Ehrenamtliche in die Pflege der Objekte mit einbezogen? Das ist so. Das ist schon immer so gewesen. Ohne diese Ehrenamtlichen geht es gar nicht. In dem Zusammenhang müssen wir auch mal grundsätzlich sagen, der Anstoß, ja, diese neue Verordnung zu machen, ist ja im Wesentlichen damals auch bekommen vom Naturschutzbund, der sich in dieser Sache sehr engagiert hat. Und von daher war maßgeblich seinerzeit das hessische Naturschutzgesetz hatte sehr viele Objekte und Flächen aus dem gesetzlichen Schutz entlassen. Und da hat man sich sehr früh schon verständigt,
darauf, dass man hier auf Kreisebene was tun muss in dieser Richtung, dass man das, was das Gesetz damals rausgenommen hat, ersetzt durch, ich sag mal, die Aufnahme in die Naturdenkmalverzeichnisse der Kreise. Und nicht jeder Kreis hat da reagiert, aber für uns war das, denke ich mal, damals relativ einsichtig und der Bedarf war auch da. Mittlerweile muss man sagen, sieht das Bundesnaturschutzgesetz wieder doch einiges mehr vor an Schutz, sodass auch der Einzelbaum, der in der Landschaft steht, oder der Baum, der in der Ortschaft steht, außergewöhnlicher Baum, der auch mal in der Ortschaft stehen kann, nicht automatisch freigestellt ist von der Eingriffszulassung, sondern das Hessische Naturschutzgesetz orientiert sich, das Bundesnaturschutzgesetz orientiert sich stärker wieder an der Definition eines Eingriffes. Damit ist die Möglichkeit der Naturschutzbehörde wieder gegeben, auch stärker ein Auge auf besondere Bestandteile zu haben, die nicht gleich im Gesetz damals geschützt waren. Also, an dieser Stelle eingehen, das spielt hier eine ganz wesentliche Rolle. Sag ich mal, auch dieser Input dazu kommt viel aus dem Ehrenamt und auch die Pflege und der Erhalt. Da sind wir in hohem Maße auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. Das gibt es auch, darüber sind wir sehr froh und werden alles dafür tun, dass das auch bleibt und diese Menschen dabei zu unterstützen, die sich ehrenamtlich eben um diese schützenswerte Objekte kümmern und sich dafür engagieren. Denn alleine, sage ich, für uns ist das auch ein Kraftakt, sich als öffentliche Hand für diese Dinge dann noch zu kümmern. Insofern sind wir da auch an einer sehr engen Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbänden stark interessiert, dann natürlich in erster Linie den NABU und auch den UND natürlich. Dass wir nicht nur mit diesen ehrenamtlichen Verbänden zusammenarbeiten, sondern auch mit Privatleuten, mit Landwirten, je nachdem, wie die Allianzen sich vor Ort ergeben, und die sind sehr heterogen, denn es besteht da vielfach auch aus ganz unterschiedlichen Interessen die Notwendigkeit, solche Naturdenkmale tatsächlich auch zu erhalten. Da sind Naturdenkmale von Privaten vorgeschlagen worden, die dann natürlich auch in Folge Interesse daran haben, dass die Flächen gepflegt werden. Da sind Naturdenkmale auch von Landwirten vorgeschlagen worden oder von Dritten. Also insofern sind wir da sehr heterogen aufgestellt. Also es gibt auch, sag mal, Privatleute, die sich dann auch mit Freude einbringen da für den Erhalt und den Schutz des auf ihrem Gelände liegenden Naturdenkmals. Und das ist dann immer. Das hat sich ja der Naturschutz so in den letzten 30 Jahren, ja, ich hatte mich auch eher gemeldet, Herr Schönemann, in den letzten 30 Jahren vom strikten verordneten Naturschutz hin zum angepassten Naturschutz, ist ja nicht negativ entwickelt, das heißt, man lässt in vielen Bereichen ja auch wieder Sukzession zu Entwicklung, zu natürliche Entwicklung. Bei den Naturdenkmalen ist das jetzt richtig so, das ist wirklich ausschließlich konservierender Naturschutz. Kann man nicht so generell sagen. Es ist also so, dass es sicherlich immer zu überlegen ist, ob man eine Fläche in den amtlichen Naturschutz hineinnimmt oder ein Objekt. Das muss also auch unter dem Gesichtspunkt des Trittschutzes immer gesehen werden. Also viele Dinge laufen ja hier im Kreise im Wege des Vertragsnaturschutzes oder der Programme. Da muss man immer gucken, reicht das aus? Und der Herr Deutschendorf hat es eben schon gesagt, wir müssen ja speziell den Fokus haben, sind diese Flächen ersetzbar oder sind sie nicht ersetzbar? Und wenn wir wirklich diese Einzelschöpfungen haben, dann müssen wir letztendlich die Verantwortung annehmen und die dann auch ausweisen. Aber es gibt viele andere Dinge, Herr Kessler hat es auch angedeutet, die über die landwirtschaftliche Nutzung, die Nutzung von privat her laufen und da die Pflege sichergestellt werden. Aber Sie hatten noch was anderes gefragt. Ja, ich hatte gefragt, ob das bei den Naturdenkmalen ganz bewusst der konservierende Naturschutz ist, dieser Erhalt, wie Sie sagen, die Hommershäuser Heide, der Drescher da im Battenfeld und so weiter, die ja ganz, ganz gezielt auch wieder geplackt werden oder auch kalt befeuert werden, also dieses alte Abflemmen, das man seit Jahrhunderten gemacht hat, um was zu erhalten.
dass das wirklich eine Konservierung eines Denkmals ist. Das ist in der Mehrzahl sicherlich so. Es gibt natürlich auch dynamische Systeme, wo man Entwicklungen dann zulassen kann. Aber wenn man kulturhistorische Objekte hat, wie Heiden oder Magerrasen, dann ist das auf jeden Fall immer konservieren. Und wir versuchen natürlich, die Flächen möglichst auch in die Prozesse, also in die landwirtschaftlichen Prozesse noch mit reinzunehmen. Natürlich nicht, passt das nicht immer, und da müssen wir letztendlich die Mittel dafür aufwenden, um diesen Minderertrag letztendlich auszugleichen. Aber an sich haben Sie recht, ist es ein konservierender Naturschutz, der allerdings nicht so weit geht, dass wir jedes Gebiet, dass jede Pflanze auf dem gleichen Standort am Ende stehen soll, wie sie vorher gestanden hat. Das wäre auch falsch verstanden. Also es sind schon in sich dynamische Systeme, die aber dieser Pflege... Die Eigenheit dieser bestimmten Gebiete muss erhalten bleiben. Genau. Ne? Wenn eine Pflanze nun im Rahmen der Sukzession verschwindet, weil sie sowieso verschwunden wäre, dann ist das halt so. Dann ist das so, oder auch im Rahmen der Pflegemaßnahmen kann es auch passieren, dass die eine oder andere Art, die sagen wir mal, ihren Standort wechselt. Mhm. Das soll durchaus sein. Reichen denn die 45.000 Euro trotz des ehrenamtlichen Einsatzes bei der Vielzahl der Gebiete aus, die zu pflegen und erhalten? Also wir werden mit diesem Geld auskommen. So ist das. Also insofern, das ist schon auch ein wesentlicher und wichtiger Beitrag, den der Kreistag da leistet. Und er ist eben auch bereit, weil es sind mehr geworden, hat er auch gesagt, dann tun wir noch eine Schippe drauf. Natürlich könnte man auch noch mehr Geld ausgeben. Aber es muss auch nicht jedes Gebiet jährlich wahrscheinlich gepflegt werden, oder? So ist es. Also es gibt Gebiete, da reicht es aus, wenn man die Sukzession verhindert. Es gibt aber auch Gebiete, die tatsächlich jährlich und zwar vielleicht sogar mehrfach gepflegt werden müssen. Aber einmal in der Regel, das sind die Kalkmagerrasen, die müssen beweidet werden, oder die Heiden, die müssen in der Regel auch beweidet werden, und da muss auch immer was dran getan werden. Ja. Herr Gensler, es wurde ja gefragt, ob das entsprechend gesichert ist mit Schilder und Betreten verboten. Bei 5 Hektar macht es doch Sinn, dass man die Leute auch da reinlässt, dass sie das sehen. Also das möchte ich jetzt richtigstellen. Betreten verboten ist nicht generell. Generell, ne? Ich wollte sagen, es gibt gelenkte Besucherwege. Ja. Denn sonst macht das ja keinen Sinn. 5 Hektar ist ja nun doch etwas größer. Das Betretungsverbot, um das mal darzustellen, kann sich ja auch nur auf Objekte beziehen, die trittempfindlich sind. Beispielsweise können Sie natürlich in kein Moor jemanden reinlassen. Wenn man das bedenkt, dass man das Torfmoos beispielsweise in einem Moorbereich Jahrzehnte braucht, um überhaupt mal etwas zu wachsen, dann würde jeder Tritt in so einem Bereich natürlich enorme Schäden anrichten. Aber eine Heidefläche, das ist in Hommershausen beispielsweise so bei Frankenberg, da laufen sogar Wanderwege durch, und das muss man natürlich zeigen. Das ist ein Landschaftsgebiet, was also auch erlebbar ist. Ja. In Triescher werden ja heute noch die Preiselbeeren gepflückt. Ja. Die sind ja da. Ja. Zu den Zahlen habe ich